Hallo, herzlich willkommen zu Haus und Werkstatt 24. Ich habe es getan. Ich habe mir ein Lidl-Fülldraht-Schweißgerät gekauft, Parkside. Preis 99 Euro, brauchen wir nicht drüber sagen. Ist natürlich schon ein sehr, sehr preiswertes Gerät. Aber es wurde natürlich auch schon sehr oft von irgendwelchen YouTubern getestet, ob das Manne Welding ist oder andere. Die testen so eine Geräte und sagen, so, super Gerät, funktioniert, gar keine Frage. Aber seltenst, eigentlich nie, werden diese Geräte einem anderen Gerät gegenübergestellt. Nach dem Erfolg unseres Videos über unseren Kompressor, wo man einfach mal gesagt haben, wir testen mal einen Kompressor von uns im Vergleich zu Implotec und anderen, habe ich mich entschlossen, mehr jetzt solche Vergleichsvideos zu machen, auch auf die Gefahr hinaus, dass man sich dort Feinde macht. Aber es geht ja nicht darum, irgendwas zu zerreißen, sondern es geht meiner Meinung nach darum, etwas aufzuklären, einfach zu zeigen, hallo, wo sind andere gut, wo sind sie weniger gut, was ist an so einem Gerät besonders gut, was ist weniger gut. Ich werde versuchen, das fair zu machen. Wenn es nicht klappt, schreibt es drunter. Lasst mich leben, bitte. Es ist wirklich keine einfache Sache als Hersteller und wir haben ja ein eigenes Fülldrahtgerät im Sortiment, das M130 Mini, was nach meinem Empfinden schon ein sehr, sehr viel besseres Gerät als das ist. Aber warum es besser ist, das will ich natürlich schon zeigen und das kann man nur fair zeigen, wenn man das Gerät sich auch holt und dann einfach mal den Vergleich bringt. Das Gerät auch mal aufschraubt, einfach mal zeigt, wie sieht die Technik da drin aus, ist das Stand der Technik oder ist das ein Dinosaurier von vor eigentlich 15 Jahren entwickelt? Das wollen wir hier zeigen. Mehr kann ich hier auch nicht machen. Das fängt an bei, was wiegt sowas? Wie gesagt, wie ist die Ausstattung? Und ich habe eben bloß mal kurz den Karton aufgeschlitzt und habe reingeguckt und da habe ich schon den ersten gelben Zettel gesehen. Sieht ja sehr, sehr imposant aus, wo man jetzt schon Angst haben muss. Jetzt, was macht man falsch? Da steht tatsächlich, vor dem Gebrauch des Gerätes ist eine Online-Schulung verpflichtend durchzuführen. Leute, ich gucke gleich mal hin, was der QR-Code mir hier als Online-Schulung zeigt. Aber ein Schweißgerät, wo eine Online-Schulung verpflichtend ist, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Also ich denke mal, so ein Gerät, und das lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Wer unser Gerät kauft, der braucht ganz sicher keine Online-Schulung. Der packt das aus, baut das zusammen, dafür gibt es eine kleine Bedienungsanleitung und danach schweißt er mit dem Gerät. Das ist so einfach zu bedienen, da brauche ich ganz sicher keine verpflichtende Online-Schulung. Aber wollen wir nicht drauf rumreiten, wer weiß, wer sich das einfallen lassen hat. Es sind ja auch... Eine Online-Schulung ist grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Gucke ich mir nachher mal an, wie die ist. Guckt vielleicht selber euch das Ding an. Ich bin gespannt. Aber gehen wir weiter zum Gerät. Das Gerät ist natürlich gut verpackt, gar keine Frage. Lidl ist ja auch darauf angewiesen, dass wenn es verschickt wird, dass es ganz ankommt. Das ist ganz klar. Das ist wirklich ordentlich verpackt. Da haben wir manchmal große Probleme, dass unser Hersteller auch wirklich begreift, wir sind ein Versender, packt das bitte so ein, dass wir das auch mit dem Paketdienst verschicken können. Und keiner in China kann sich vorstellen, wie unsere Paketdienste mit unseren Paketen umgehen. Deswegen ist das hier schon sehr, sehr gut verpackt. Allerdings ist natürlich auch, wie ich das sofort sehe, eine Menge Müll dabei. Da reden wir nicht über das Styropor, sondern reden über das, was wirklich Müll ist. Und zwar wurde hier tatsächlich von Lidl, und das kann man wirklich fast nur so mit solchen Fingern anfassen, Anleitung, alles klar, super groß, mit 16 sprachig, braucht man, ganz wichtig. Aber ob man das hier braucht, Alter, liebe Leute, da bin ich ja absolut am Zweifeln. Das ist die Drahtbürste, okay, da kann man vielleicht noch mit leben. Aber das ist doch wirklich Müll. Wer sowas produziert, ganz ehrlich, der hat noch nicht begriffen, dass wir hier auf einer Welt leben, wo es darauf ankommt, dass man Ressourcen schont. Hier wird wirklich Kunststoff wird hier vergeudet, um so einen Dreck zu bauen. Also das ist einfach nur peinlich. Das ist wirklich peinlich. Dazu haben sie dann tatsächlich auch eine dunkle Scheibe. Na klar, man braucht ja eine dunkle Scheibe, wenn man schweißt. Aber da ist keine Vorsatzscheibe davor, dass man sagt, okay, bei jeder, der ein bisschen von Schweißen Ahnung hat, weiß, es gibt eine dunkle Scheibe und es gibt eine helle Scheibe. Die helle Scheibe soll die dunkle Scheibe davor schützen, dass sie keine Spritze abkriegt. Was soll das? Die hat sofort Spritzer drauf. Das ist hergestellt, um es in die Tonne zu hauen. Und das ist das, was ich Lidl wirklich vorwerfen kann oder vorwerfen muss.
dass die nicht in der Lage sind, da zu überlegen, braucht der Kunde das wirklich oder sollte man darauf verzichten. Also ich würde darauf verzichten. Reden wir nicht weiter drüber. Wir wollen ja eigentlich das Gerät uns angucken. Wie gesagt, Anleitung, gute Sache. Muss ich nachher mal reingucken, ob es nötig ist. Ich denke mal, dass man mit dem Wissen, was ich habe, so ein Gerät auch so in Gang kriegt. Auch ohne Online-Schulung. So, Leute, Gerät ist ausgepackt. Wollen wir gleich mal gucken. Okay, es ist ein Gurt dran. Ich werde mal gleich eine Waage holen. Also ich weiß nicht, ob dieser Gurt Sinn macht, ob das irgendjemand wirklich am Gurt transportiert. Kann man den kürzer stellen irgendwie? Geht nicht, ist so angenäht. Also kann man nicht kürzer stellen, dass man jetzt einen kurzen Griff hat oder so. Ist nicht vorgesehen. Warum, wisst der Teufel? Also ich finde das doof hier. Also das ist fest angenäht hier. Da kann man nichts verstellen. Kann man vielleicht Knoten drin machen oder so. Ah, mal sehen. Auf Null stellen, okay. Und jetzt wollen wir mal gucken, was es wiegt. Kilogramm komplett. Das ist natürlich eine Hausnummer. Unser Gerät mal als Beispiel wiegt 6 Kilo. Das sind natürlich, das ist das Doppelte. Also das ist schon, das ist eine Hausnummer. Ansonsten ist hier dran natürlich ein extrem langes Kabel. Fällt sofort auf. Das ist wirklich extrem lang. Donnerwetter, Lidl, absolut. Müssen wir vielleicht auch noch mal dran arbeiten. Auch ein gutes Kabel. Das ist ein Kupferkabel. Das ist ein Gummikabel, sehr flexibel. Das macht einen ganz guten Eindruck. Also das ist erstaunlich. Das hat ja bestimmt 4 Meter oder was. Das ist ja irre lang. Also das ist enorm, muss man sagen. Ansonsten haben wir hier, und da fängt es jetzt wieder an, da haben sie ein richtig geiles Kabel dran. Also da kann man nichts weiter zu sagen. Das ist wirklich gut. Und dann bauen die hier eine Messerklemme an. Ich habe sowas an meinen, ich glaube, so ein Ding habe ich an meinen Starthilfekabel dran. Sowas in der Art. Wa? Also das ist doch keine Massezange, das ist doch eine Krankheit. Aber, und ich war in einem Werk, was auch für Lidl was produziert hat. Der produzierte für uns auch ein Schweißgerät. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch für die produziert, aber zum damaligen Zeitpunkt hat er für Lidl ein Schweißgerät produziert. Da hat er 15.000 Schweißgeräte gerade gebaut für Lidl. Und da habe ich auch gesehen schon, dass sie so eine Zange hier dran haben. Da habe ich ihn gefragt, habe gesagt, sag mal, wieso macht Lidl so eine Zange dran? Das Ding ist doch unbrauchbar. Und daraufhin hat er gesagt, ja, eine vernünftige Massezange kostet 50 Cent. Da sage ich, was, sind Sie nicht bereit zu bezahlen? Nee, sagt er, wollen Sie nicht. Also, deswegen, Leute, man kann sicherlich eine bessere Zange anbauen, aber ganz ehrlich, sowas muss man nicht produzieren. Wenn es 50 Cent eine ordentliche Massezange kostet. Das ist, wenn man guckt, wir haben da auch eine ordentliche Zange dran. Das ist da, wo ich wirklich versuche, darauf zu achten, wenn meine Hersteller mir irgendwas anbieten. Diese Massezange, die ist angeblich bis 200 Ampere, soll die geeignet sein. Da lache ich mich tot. Das geht alles über irgendwelche 200 Ampere sollen hier über dieses dünne Blech gehen. Das kann gar nicht funktionieren normalerweise, aber wird als solche produziert. Kann man vergessen. So, dann haben wir hier natürlich ein ordentliches Schlauchpaket. Okay, das ist jetzt ein bisschen, müssen wir mal nachher einen Vergleich mal sehen. Wir werden das mein Gerät mal noch daneben stellen. Das ist hier 2 Meter lang, das ist okay. Da kann man nicht viel falsch machen. Das sind natürlich auch Schlauchpakete, die standardmäßig dort in Fernost vorliegen. Die werden angebastelt und dann ist gut. Wa? Das ist also völlig okay. Dann haben wir hier, müssen wir sehen, wird hier nicht mit Stufen, stufenlos regelbar, die Voltanzahl und der Drahtverschub. Also man muss hier bei beiden Sachen das einstellen. Also ich habe mir das noch nicht besonders angeguckt, auch die anderen Videos dort von anderen YouTubern. Werden wir mal gucken, ob wir nachher damit was geschweißt bekommen. Ich persönlich finde es ja schöner, wenn man einen Knopf hat, gerade wenn man, ich sag mal so, diese Geräte werden ja im Normalfall von Kunden gekauft, die keine Ahnung haben vom Schweißen, die das erste Mal anfangen wollen, die irgendwo einfach mal sagen, jetzt will ich mal was probieren. Und da fängt es schon an, wenn ich hier 2 Sachen einstellen muss, dass es zusammenpasst, ist immer schon ein bisschen schwieriger, als wenn ich sage, ich habe einen Knopf, bei dem stelle ich die Stromstärke ein und die Drahtvorschub, der wird automatisch geregelt. Finde ich ein bisschen prickelnder, ein bisschen schöner. Geht natürlich bei so einem Ding nicht, weil das ist ja, wir haben es gesehen, das ist ein Eisenschwein. Das Ding wiegt 13 Kilo, da ist kaum Elektronik drin. Wenn ich Elektronik drin habe, kann ich der Elektronik sagen, bitte regel mir den Strom. Geht hier natürlich nicht. Und deswegen ist das natürlich alte Technik, sage ich mal. Das bedeutet, wir werden hier gleich mal reingucken. Da wird das abgemacht, alles klar.
Wir werden gleich mal reingucken und wir werden nachher auch mal ruhig das Gehäuse abschrauben und mal reingucken, wie sieht es denn von drin aus, weil das ist ja auch mal interessant. Ja, da hört es ja dann meistens schon auf. Wenn man es aufgemacht hat, das ist ganz gut, von der Bedienung her ist das ordentlich, da kommt man gut ran. Tolle Sache, ich mache nachher gleich ein Foto, habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Ich finde diese Variante hier, wo man, ich zeige es mal, dass hier die Stromdüsen schon hinterlegt sind, finde ich ja genial. Das ist eine absolut tolle Idee. Lidl werde ich mir abgucken. Muss ich mal gucken, ob mein Hersteller sowas auch hinkriegt. Ich finde das gut, wenn man sofort die Stromdüse direkt am Gerät hinterlegt hat. Wenn wirklich mal ein anderer Draht genommen wird, zack, kann ich sie sofort austauschen. Wir gucken gleich mal drin, was hier für ein Draht, was denn für eine Art Vorschubrolle drin ist. Habe ich das hier aufgeklappt? Dann kann man das hier rausnehmen. Diese Vorschubrollen haben wir natürlich auch im Sortiment, von der Art her. Hier haben sie natürlich was gemacht, was wirklich in Ordnung ist. Die haben eine 0,8, 0,9 und 1 mm Vorschubrolle. Das heißt, hier kann ich wirklich drei Drahtgrößen mit einer Vorschubrolle benutzen. Also 0,8, 0,9 wird wahrscheinlich eins sein. Jetzt wissen wir natürlich nicht, welche man wo nimmt. Das ist natürlich auch schwer jetzt. 0,8, 0,9 und 1. Und jetzt ist eine kleine und eine große. Und wo nehme ich jetzt die 0,9er? Beim kleinen oder... Muss man ausprobieren, denke ich mal, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Das ist einfach so, dass man die austesten kann. Aber ansonsten ist das nicht schlecht, wenn man mit einer Rolle drei Drahtgrößen benutzen kann, dann passt das. Wenn jetzt jemand mit so einem Gerät eine 0,6er Drahtrolle benutzen möchte, wir haben natürlich auch Vorschubrollen, die dafür passen. Das ist unsere Typ E, Vorschubrolle Typ E bei uns im Sortiment. Haben wir. Das ist ja die Drahtvorschübe. Wenn man sich das anguckt, die sind alle irgendwo identisch. Da gibt es in China zwei, drei Hersteller vielleicht, die Dinger herstellen. Und bei denen kaufen alle Hersteller dann diese Drahtvorschübe. Und deswegen sind die dann alle irgendwo vergleichbar. Es gibt mal ein bisschen bessere, mal ein bisschen schlechte. Manche machen da wirklich nur Plastikrädchen drin, dass das überhaupt nichts taugt. Andere machen das so, dass es wirklich lange Jahre wirklich funktioniert. Wir sind eigentlich ganz zufrieden. Oh, jetzt sehe ich, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Diese Rolle macht vier Drahtgrößen. Die hat auf der einen Seite die 0,6er, das ist die kleine Rille hier. Und auf der anderen Seite soll man 0,8er, 0,9er und 1 mm Draht verwenden. Das ist sportlich. Ob das funktioniert, muss man schauen. Aber ist natürlich eine schöne Sache. Mit einer Rolle spart man wieder. So eine Rolle kostet auch in China 2 Dollar ungefähr in der Herstellung, im Einkauf. Spart man mit einer Rolle natürlich, wenn die dabei ist dann und alles reden kann, alles schweißen kann, ist das in Ordnung. Das muss man wirklich sagen. Ja, da bin ich überzeugt, wenn das funktioniert. Gar keine Frage. Jo, ansonsten gucken wir mal an, was sie noch anbieten hier. Die haben hier so eine Schnellspannung. Hat natürlich Vorteile, muss man wirklich sagen, aber wenn das Ding weg ist, wird es richtig problematisch, denke ich mal. Oder kaputt gegangen ist, weil so ein Plastikteil, Kunststoffteil geht auch mal kaputt. Da hat man natürlich dann, hoffentlich kann Lidl dann Ersatzteile liefern. Und was natürlich extrem auffällt, ist das Gewicht der Rolle, die sie beipacken. Da haben sie viel Plastemüll und wenig Draht. Das ist ein 0,9er Draht. Und zwar 0, ich wusste gar nicht, dass man noch weniger aufmachen kann als 0,4. Da sind 0,25 Kilogramm drauf. Das sind 250 Gramm. Ey, so viel Wurst esse ich ja auf der Stulle. Das ist ja nix. Das sind wieder Sachen, wo man sagen kann, hey Lidl, kein Kunde würde sich beschweren, wenn dieses Gerät 110 Euro kostet und dafür eine 1 Kilo Rolle Draht drin liegt. Was soll das? Jetzt ist er vom Lidl nach Hause gegangen, hat so eine Rolle Draht da drin, fängt an zu schweißen, dann ist er alle, da fängt er erstmal an rumzurennen. Beim Lidl ist er ausverkauft, dann hat er erstmal ein großes Problem. Wo kriegt er vernünftig Draht her? Also das ist wie bei den Druckern, das ist einfach nur eine Frechheit, eine Unverschämtheit. Kann ich nicht gut finden. Vor allem, und jetzt geht es mal wieder um die Umwelt, Leute, hier ist für ein Viertel des Drahtes 100% Abfall produziert worden. Und das kann es doch nicht sein. Das muss nicht sein. Das ist bloß, weil sie glauben, der Kunde ist so dämlich und ist nicht bereit, 10 Euro oder 8 Euro mehr für so ein Gerät auszugeben, wenn dann mal eine volle Rolle Draht dabei ist. Also, wir werden nachher mit dem Draht mal schweißen. Wollen wir mal gucken, wie der sich schweißt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit Lidl-Draht noch nicht geschweißt. Wir gucken uns das nachher an. Aber wie gesagt, die Drahtmenge ist nach meiner Meinung nach eine Unverschämtheit. Also diese darin packen, das ist like Canon oder weiß ich wie, die ganzen Druckerhersteller, die auch die Leute verarschen, indem sie dort die Druckerpatronen nur halb voll machen und alle denken, oh super, jetzt kann ich erstmal arbeiten und dann geht gar nichts, weil es einfach viel zu wenig Draht dabei ist. Also das finde ich schlimm.
So, das Ding wird wieder aufgemacht, damit wir nachher dann auch damit auch arbeiten können. Probieren wir mal. Jo, das war es eigentlich schon, was hier zu sagen ist. Der Anschalter ist vorne, das ist natürlich schön, das muss man wirklich sagen. Ein Anschalter vorne ist, warum auch immer, ich kriege immer von unseren Kunden wieder die Frage, ah Mensch, vorne, warum sind denn das ja total bescheuert, der Anschalter hinten. Das hat was, wenn der Anschalter vorne ist. Dann ist natürlich auch sinnvoll, dass das Kabel von vorne kommt. Das ist ganz klar. Ja, denn wo das Kabel reingeht, sollte auch möglichst der Anschalter sein, damit das nicht innen drin möglichst lang noch verlegt werden muss, das Kabel. Deswegen ist es bei uns auch auf der hinteren Seite. Hinten ist das Kabel, das Anschlusskabel dran. Ja. Das muss man sehen, ob das eine besser oder das andere ist. Das kann ich nicht entscheiden. Anschalter vorne ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und komfortabel. Das muss man sagen. Allerdings, wenn das Gerät so klein ist, dann kann ich auch nach hinten fassen und ausmachen. Aber Einschalter vorne, Pluspunkt, gar keine Frage. Jetzt stellen wir mal noch unser Gerät daneben, dann schrauben wir sie mal auf, dass wir mal die Unterschiede sehen. So, also wie gesagt, unser Anschlusskabel sehr viel kürzer, gar keine Frage. Gummiqualität auch, gar kein Problem, aber kürzer. Auch hier, naja, aber wird reichen. Auch hier haben wir natürlich ein ausreichend langes Kabel, 1,50 Meter lang hier, das ist völlig ausreichend. Aber das ist das, was ich meinte mit der Massezange. Da gibt es eben schon kleine Unterschiede. Hier habe ich eine Kupferlitze drin. Das sind Welten dazwischen. Und sowas kostet halt 50 Cent mehr in China, wenn man das kauft. Und deswegen sind sie da oftmals nicht bereit, das anzubieten. Die Länge des Kabels ist identisch. Das Schlauchpaket ist identisch, denke ich mal. Und jetzt das Gewicht. Gehen wir mal ruhig nochmal das Gewicht. Müssen wir mal auch alles wiegen. Das ist ja jetzt ein bisschen so schlapperdig. Da unsere Angabe stimmt mit den 6 Kilo, bin ich ja gespannt. So. Oh, das macht natürlich sehr viel mehr Spaß. Ja, okay, haben wir gelogen. Wiegt 6,6 Kilo. 6,6 Kilo, 6,64 Kilo. Ah, da steht 6 Kilo. Okay. Wer weiß, da hat vielleicht uns der Hersteller das Gewicht genannt und hat das Kabel noch nicht dran gebaut gehabt oder was. Aber es ist natürlich schon ein kleiner Unterschied, ob ich das Ding habe oder das hier. Das sind schon beim Benutzen und gerade auch, wenn man es wegstellen will, ein Griff dran. Das macht schon Sinn. Also ich weiß nicht, was das ist. Okay. Aber entscheidend ist ja für so ein Gerät, wie es schweißt. Und das wollen wir nachher nochmal vergleichen. Schweißen Sie gleich, schweißen Sie besser. Einschaltdauer, ich habe gesehen, der Manne Welding hat ja dieses Gerät wieder mal getestet, weil da ist er da auch wirklich enorm erfolgreich mit den Lidl-Geräten dort beim Test. Und da ist dann beim Schweißen einer längeren Naht, ist dieses Gerät dann ausgestiegen mit seiner Einschaltdauer, die einfach dort überschritten war durch das normale Schweißen. Ganz klar, ich habe hier 13 Kilo Masse. Davon ist das Hauptgewicht ist davon der Trafo, der da drin verbaut ist. Das heißt, da, wo der Strom erzeugt wird, wo wirklich auch Wärme entsteht beim Schweißvorgang. Wenn so eine große Masse, wenn da, sagen wir mal, der Trafo von 10 Kilo, wenn der erstmal richtig warm ist, ehe der wieder abgekühlt ist, das dauert ewig. Da kann ich noch so viel Gebläse, Lüfter reinmachen oder weiß ich was. Das dauert ewig, bis so eine große Masse abgekühlt ist. Jetzt habe ich beide Geräte mal aufgeschraubt und jetzt sieht man wirklich den großen Unterschied. Hier haben wir diesen Trafo, der im Prinzip den Strom dort umwandelt, den normalen Strom in Schweißstrom umwandelt. Und wir haben auch natürlich auch noch eine Elektronik da. Ich gehe mal von aus, Gleichrichter mit drin, also das Ding wird mit Gleichstrom arbeiten. Aber Elektronik, obwohl sie relativ groß sogar ist dafür. Aber wie gesagt, Hauptteil ist dieses Eisenteil dort, ein richtiger Stahlkern mit einem Kupferwicklung wahrscheinlich. Ich hoffe, es ist Kupfer, kann man nicht sagen, aber wird es schon sein. So, und wenn man dann mal hier schaut, wie dort so ein Gerät aussehen kann, nur rein elektronisch runtergeregelt, der Strom mit entsprechenden Alu-Kühlkörpern da unten drunter, ist doch logisch, dass ich, wenn das sich erwärmt hat, dass das sehr viel schneller kühl ist, wenn dort die Luft, der Lüfter das durchgeblasen hat, als in so ein großer Stahlkern. Wenn der erstmal warm ist, ist der warm. Und dann, wenn ich dann im Sommer damit schweiße, dann wird es ja noch schlimmer sein. Wenn ich da bei 30 Grad schweiße, wird es ja relativ schnell dann wahrscheinlich die Einschaltdauer allein erreichen. Wir müssen direkt mal gucken, was hier für eine Einschaltdauer drauf steht. Der sagt hier eine Einschaltdauer bei 120 Ampere von 10%. 100 Ampere 38. Nee, 100% 38 Ampere. Das muss ich direkt mal gucken. Ich muss gestehen, das weiß ich nicht.
Hat mich nie interessiert. Der hat Einschaltdauer 60% bei 130 Ampere. Also der hat wirklich schon bei voller Leistung 60% Einschaltdauer, 100% bei 86 Ampere. Also das sind Welten dazwischen. Der hat nicht mal die Hälfte Einschaltdauer hier, dieses Gerät. So, und das ist natürlich schon der Unterschied, der Hauptunterschied von diesen beiden Geräten. Nicht nur, dass es leichter ist, bessere Einschaltzeiten und vom Schweißen her meiner Meinung nach einfacher einzustellen. Aber das werden wir dann in der Schweißwerkstatt sehen. Wir packen jetzt zusammen, ich baue die Dinger wieder zusammen und dann gehen wir in die Werkstatt und gucken uns das mal an. Jetzt geht es darum, das Gerät zu rüsten. Wir nehmen diese kleine lächerliche Rolle hier. Man sieht selber, da passt noch richtig viel Material, hätte noch aufgepasst, hätte man gut und gerne ein Kilo Rolle, Kilo Draht draufrollen können. Zum Rüsten ist so eine Mickmack-Zange, hier von Weldinger, eine wirklich gute praktische Geschichte. Kann man den Draht schön abschneiden und dann wird das hier reingeführt. Wollen wir mal gucken, dass wir das ordentlich hinkriegen. Das ist eigentlich keine Hexerei, das kriegt jeder hin. Da braucht man... Na, ich werde mal gleich das oben drauf machen und die Feder. Zack. So. Das ist drin. Der Draht ist auch durch. Jetzt müssen wir bloß noch sehen, dass wir das hier weggeklappt kriegen und hier vorne den in die Drahtseele rein. Umgeklappt, erledigt. Jetzt sollte er schon uns das rein transportieren. Ich habe vorhin schon gesehen, es ist eine 09er Düse drin. Das ist natürlich praktisch, wenn ich hier 09er Draht habe, dass das gleich fertig gerüstet vom Hersteller schon geliefert wird. Sehr praktisch. Jetzt kommen wir zum sehr langen Kabel. Das ist wirklich genial lang. Das muss man, ich denke, das ist, muss denen aus Versehen passiert sein. Sonst machen die ja nichts, was Geld kostet, unnötig dazu. Also da muss ihnen aus, das muss wirklich aus Versehen passiert sein. Also Lidl-Einkäufer, da hast du scheinbar einen Fehler gemacht. Hast du was übersehen? Hier kann man noch gut mindestens $2 sparen, sage ich mal. Also da würde ich noch mal rangehen. So. Lüfter fängt gleich an zu laufen, logisch, das ist bei den Geräten normal. Das ist natürlich vorteilhaft, man kann hier bei dem Gerät den Drahtvorschub schnell einstellen, entsprechend schneller fördert er vor. Das ist natürlich klar, lassen wir offen. Was? Ja, will er nicht. Es kann passieren, dass er am Anfang dann nicht durch die Stromdüse will. Da muss man die Stromdüse wirklich rausnehmen und dann durchfädeln den Draht und dann festschrauben die Stromdüse wieder. Auch das ist an der Zange so eine kleine Ecke dran, kann man wunderbar damit festschrauben. Wirklich praktische Geschichte, so eine Zange. Erfunden von den Schweizern, haben jahrelang Patent drauf gehabt. Mittlerweile hat Welding auch so eine. Und jetzt ist der Vorteil, man kann wirklich, wenn man jetzt die Länge abschneidet, ist das durch die Dicke des Materials hier vorgegeben, dass man, wenn man abschneidet, genau auf der richtigen Länge hat. Eigentlich wirklich eine sehr, sehr praktische Geschichte. So, jetzt klappen wir mal das Ding zu. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir 09er Draht. Ich denke mal bei 90, da machen wir mal auf 100 ungefähr. Das ist dann 3, das ist dann C ungefähr, würde ich mal sagen. A, B, C. C. Und wenn ich bei C bin, dann 3 bis 6, dann will er 60 bis 100. Nee, 3 bis 6. 3 bis 6 will er dann haben. 3 bis 6. Na, machen wir in der Mitte. Das sollte jetzt ungefähr funktionieren. Wie gesagt, ich bin leider überhaupt kein Mickmack-Schweißer. Da habe ich null Ahnung von. Ein bisschen von der Theorie, okay. Aber so richtig das Schweißen, das beherrsche ich halt da wirklich noch nicht. Da muss ich mich mal ranmachen, muss das wirklich mal lernen. Habe ich bisher nicht groß in die Reihe bekommen. Jetzt wollen wir mal gucken. So rum. Dass wir das hier aufgeschweißt kriegen. Wichtig ist mal, dass man wieder beim Einstellen des Helms dran denkt. Wir hatten eben, habe ich Plasmaschneiden ein Video gedreht. Jetzt wollen wir schweißen, also muss ich wieder auf das Welding gehen, damit ich von DIN 5 bis DIN 9 auf DIN 9 bis DIN 13, die einstellt Dunkelheit, komme. Jetzt bin ich bei DIN 9, niedrigste Stufe, sollte gut funktionieren. Wollen wir mal gucken. Jetzt kommt die Masse. Die Masse machen wir mal hier an den Tisch ran. Sollte passen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier geschweißt kriegen. Schweißen tut er, gar keine Frage. Aber wie gesagt, die Geräte schweißen alle irgendwie. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt gucke ich mal, dass ich die Naht hier mal geschweißt kriege. Ich denke mal ein klein bisschen
Mehr Strom kann er ruhig haben. Das ist. Und das probiere ich mal, die Naht zu schweißen. Mal sehen, ob man das über die Kamera auch ein bisschen sehen kann. Wie gesagt, bitte nicht zu viel erwarten. Da bin ich absoluter Laie. Ich nehme das Ding mal weg hier, das stört nur. Und jetzt versuchen wir mal. Ich habe gelesen, man soll bei Fülldraht nicht stechend schweißen, sondern ziehend. Das machen wir jetzt. Und dann gucken wir mal. Also, schweißen tut's, gar keine Frage. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal die Schlacke abschlagen. Na, hätte mehr Strom gemusst. Also, halten würde es, hätte ich mehr Strom nehmen müssen. Das ist eine sehr dicke Naht geworden. Puh. Machen wir die andere Seite auch noch eine. Das ist ja, wenn man schon mal dabei ist, wa? Oh, das ist, diese Massezange, die ist schon hart an der Grenze, muss man wirklich sagen. Na, wir müssen schon mehr Strom nehmen hier. Also wie gesagt, schweißen tut er, kann man überhaupt nichts sagen. Stinken tut es extrem, okay, aber das ist bei Fülldraht normal. Kleine Schlackeschicht muss natürlich dann immer entfernt werden über eine Drahtbürste. Halten würde es, hätte immer noch so eine dicke Naht, halte ich zu lange dran. Da müssen wir halt noch, das ist dann eine Übungssache. Ich denke mal, schweißen gut tut, es ist ein... Auch die Einschaltdauer, viel mehr schweißt man an einem Stück selten, wenn man im privaten Bereich unterwegs ist. Dafür wird es sicherlich in Ordnung sein, gar keine Frage. Da sind dann die entscheidenden anderen Kriterien, die einem interessieren. Gewicht, Ausstattung, wie viel Draht ist bei. Das sind so Sachen, die dann vielleicht interessant sein könnten. Aber schweißen tut es erstmal. Wir werden nochmal vergleichend unser anderes Gerät, da hatten wir schon mal von dem Fülldrahtgerät, hatten wir schon mal geschweißt. Einfacher einstellbar ist natürlich auch das Weldinger Gerät. Hier muss man immer, wie gesagt, die Drahtvorschub. Deswegen, ich bin es nicht gewöhnt, da irgendwas wirklich nochmal anders einzustellen. Hätte ich vielleicht weniger Drahtvorschub genommen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen mit der Naht. Aber das ist natürlich eine Sache, die man ausprobieren muss. Ja. Jeder muss wissen, was er da tut. Für uns ist es, wie gesagt, immer eine Frage, wenn wir so ein Gerät auf den Markt bringen, was will der Kunde haben, welche Ausstattung ist sinnvoll, und das versuchen wir ihm zu geben. Dass es dann auch mal, dass ich 10, 20 Euro mehr kosten kann als so ein Mitbewerbergerät, der macht natürlich auch Stückzahlen, die wir nie hinkriegen werden. Das ist einfach außer Frage. Wenn der eine Werbung fährt, da gehen wahrscheinlich 10.000 Stück über den Tisch. Und das schaffen wir natürlich nicht mal im Jahr, dass wir so eine Geräte, Fülldrahtgeräte, 10.000 Stück verkaufen. Das werden wir nie hinkriegen. Wir sind da vielleicht bei 2.500, 3.000, die wir verkaufen im Jahr. Und das ist natürlich für uns viel, aber für jemand wie so ein Discounter wie Lidl natürlich gar nichts. Und deswegen kommt es ja bei denen auch auf jeden Cent an. Wenn bei mir so ein Gerät 50 Cent mehr im Einkauf kostet, mein Gott, dann habe ich 50 Cent. Wenn bei 1000 Geräten sind das 500 Euro, da kann man mit leben. Wenn die hier mal schnell 50 Cent mehr bezahlen müssen, dann sind das 5000 Euro, das tut denen weh. Ja, und deswegen geht nicht zu hart mit denen um. Es ist halt denen ihre Einkaufsgewohnheit billig einzukaufen, um möglichst auch billig verkaufen zu können. Wir sind da ein bisschen anders gestrickt, deswegen. Jetzt möchte ich noch gerne ein Testfazit abgeben. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, Positives, Negatives. Also positiv, fangen wir beim Parkside-Gerät an. Positiv auf jeden Fall, super langes Elektrodenkabel, gar keine Frage. Geniale Aufbewahrung hier innen drin, geniale Aufbewahrung von den Düsen, von den Stromdüsen. Schalter vorne war noch wirklich super. Das ist für viele ein Thema, wo sie sagen, ich muss hier nicht nach hinten greifen, sondern ich habe hier vorne den Schalter, sehe sofort, wo ich gut rankommen kann. Ja, schweißen tut's, haben wir gesehen. Es wird schweißen, und gehen wir mal zu den Minuspunkten. Im Vergleich natürlich nur.
Wenn man das Gerät separat sieht, ist das ein Gerät, was funktioniert, da überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man Vergleiche hat und ähnliche Geräte sich ja auch kaufen kann, dann muss man natürlich auch ein paar Minuspunkte dann finden können oder auch ansagen können, damit man einfach die Unterschiede, oder wenn man vergleicht, auch die Unterschiede festmachen kann. Also eine Katastrophe, meiner Meinung nach, die Massezange. Absolut undenkbar ist dieses Teil hier, also Müll geliefert. Die 0,25 Kilo Fülldraht, die mitgelieferten, sind meiner Meinung nach eine Frechheit. Das ist das, was wirklich die Druckerhersteller sich leisten, aber das sind eigentlich meiner Meinung nach andere. Da sind andere, die sind dann auch so billig, diese Drucker, dass sie einfach sagen, wir verdienen über die Druckertinte dann das Geld. Das ist hier ja nun nicht so ganz der Fall, weil die Kunden gehen ja in den Laden und kaufen dann beim Bauhaus zum Beispiel, im Obi kaufen sie ihren Fülldraht, also nicht unbedingt bei Lidl. Also dieses Argument zählt hier nun nicht, finde ich. Und absoluter Negativpunkt ist für mich eine relativ schlechte Einschaltdauer. Die wird für viele Arbeiten völlig ausreichend sein, aber ich denke, im Sommer getestet, bei 30 Grad im Schatten, hat man hier schon richtig Probleme mit. Das ist einfach so, weil dieser große Kern, wir haben das ja gezeigt, dieser Stahlkern mit der Kupferwicklung, wenn der erstmal warm ist, ist der warm. Dann dauert das 10, 15, 20 Minuten, bis der abgekühlt ist im Sommer. Im Winter kein Thema, dann lässt man den Lifter laufen, dann ist das nach 5 Minuten wahrscheinlich kalt genug, dass er wieder loslegt. Aber im Sommer, meiner Meinung nach, eine Katastrophe. So, kommen wir zum Weldinger Gerät. Weldinger Gerät, Kabel waren alle identisch. Stromkabel ist kürzer gewesen, das muss man wirklich sagen. Wir haben den Stecker hinten dran, das ist leider auch nicht so optimal. Vom Schweißen her meiner Meinung nach einfacher einzustellen, das hat man auch gesehen, denke ich, beim Schweißversuch dort. Der Lieferumfang natürlich absolut besser, denn wir liefern hier bei dem Gerät 2 Kilogramm Fülldraht mit. Wir liefern eine Fülldrahtdüse mit. Eine spezielle Fülldrahtdüse, die nicht so schnell verkeimt, die auch dafür sorgt, dass der Brenner nicht so schnell warm wird. Das haben wir in unserem Fülldrahtvideo ja schon gezeigt, warum diese Düse eben sehr viel besser ist als diese normale Standarddüse. Natürlich hat der Lidl sowas nicht. Die wissen gar nicht, dass sowas existiert. Die gibt es im Prinzip von der Firma Güss und von uns gibt es die. Von keinem anderen, kein anderer hat bis jetzt so eine Düse im Sortiment. Da kann der Lidl das nicht wissen. Da kann man dem Einkäufer nicht mal einen Vorwurf machen, ja, oder dem Hersteller her. Die wissen das nicht, dass es sowas gibt. Aber ist natürlich praktisch, wenn man es hat. Die Massezange, ganz klar, absolutes Plus. Wenn man die vergleicht mit der da drüben, na, dann ist es eigentlich schon gelaufen. Und ansonsten bieten wir natürlich auch noch die entsprechenden Stromdüsen, liefern wir ja mit. Diese zwei Drähte, ja, eigentlich, und wir werden jetzt mal einblenden, auch einen Vergleich der Preise, Einkauf, Verkauf, damit man einfach mal sieht, wenn man dieses Gerät nimmt, Hälfte Gewicht, einfacheres Einstellen, was muss man wirklich mehr bezahlen gegenüber Parkside? Das ist, da machen wir einen Strich drunter, rechnen wirklich so ein bisschen unseren, das, was wir mehr mitliefern, raus oder rechnen denen das drauf. Das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und dann kann man unten drunter einen Strich. Und ich denke, da wird dann irgendwas von 15 Euro vielleicht übrig bleiben, die unser Gerät mehr kostet. Und ich denke mal, da werden die meisten Kunden schon überlegen, ob sie nicht diese 15 Euro übrig haben. Könnte ich mir vorstellen. Lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Macht mir nicht zu fertig. Ich habe es versucht, wirklich fair durchzuziehen. Es ist wirklich nicht einfach für einen Hersteller, weil das eigene Kind ist halt immer irgendwie das Schönste. Das ist halt normal, das kennen alle Eltern. Sagt uns, wenn es euch gefallen hat, wenn ich was anderes mal testen soll, vergleichen soll, auch das. Wir bemühen uns, wie gesagt, wir werden dort immer wieder auch neue Ideen suchen und auch einfach diese Vergleiche ein bisschen forcieren, weil das wird, wie gesagt, meiner Meinung nach von keinem richtig gemacht. Und wenn man in irgend so ein Vergleichsportal geht, bei im Internet, wo man dann Schweißgerätevergleiche sich anguckt, da gibt es keinen sauberen Vergleich. Das sind alles nur irgendwelche aus dem Verkauf von Amazon rausgezogene Umsätze mit irgendwelchen Bewertungen, die da von irgendwelchen Kunden gekommen sind. Aber dass jemand selber so ein Gerät wirklich mal testet und beide nebeneinander stellt und vergleicht, sowas gibt es eigentlich im Internet im Moment leider bei uns noch nicht. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.